Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man ein externes Gerät in Camelot Pro einbindet. Und zwar verwende ich dafür den NordStage und hier mein iPad mit Camelot Pro. Das starten wir jetzt mal. Hier die Bildschirmaufnahme an zum Synchronisieren und los geht's. Also als allererstes verbinde ich den NordStage per USB mit meinem iPad. Die Seite. So, Verbindung ist da. Ich habe jetzt hier, seht ihr, dass das schon eingerichtet ist. Ich habe das gestern einmal gemacht und würde das jetzt aber noch einmal von vorne machen. Also wir gehen dann hier unter Settings. Dann haben wir hier MIDI Inputs, MIDI Outputs und Bluetooth MIDI und sehen hier MIDI Input. Wählen wir jetzt nur den NordStage aus. Wenn wir hier auf die drei Punkte klicken, dann können wir hier ein paar Dinge machen. Wir können den umbenennen, wir können ihn als Default setzen, wir können ihn in allen Layern ersetzen. Das heißt also, überall, wo ich den NordStage verwendet habe, kann ich ihn einfach durch einen anderen ersetzen. Dann haben wir hier MIDI Input Remapping. Dort kann ich diverse Sachen remappen, wenn ich das möchte. Möchte ich jetzt nicht. Und das gleiche hier für die MIDI Outputs. Ist also im Endeffekt dasselbe, nur dass man da nicht remappen kann. So, und jetzt kann ich ganz einfach, wenn ich hier unter Song bin, ich würde den jetzt einfach nochmal hier löschen, das noch einmal mit euch zusammen machen. So, also ich habe jetzt hier einen neuen Song angelegt, beziehungsweise zwei, den löschen wir auch mal, um euch zu zeigen, wie das mit dem Umschalten geht. Hat er den jetzt gelöscht? Ne, hat er noch nicht gelöscht. Okay. So, dann. Also wir fangen jetzt an hier mit Don't Stop Believing. Das habe ich hier programmiert auf A121 liegen beim NordStage. Wir müssen jetzt ein bisschen uns damit anfreunden. Der Ton vom Nord kommt übers Focusrite und der Ton vom iPad kommt aus dem iPad. Was man jetzt als erstes macht, ist, dass man den NordStage in den Local Off Modus setzt. Und zwar klickt man dafür auf Shift und auf MIDI. Und dann kann ich hier direkt als allererstes Local Off machen. Wenn ich jetzt spiele, kommt nichts und ich spiele nur das Camelot Pro an als Sounderzeuger. Und sieht man jetzt auch hier schon, das ist also der Sound von Don't Stop Believing aus Camelot Pro, tatsächlich nur mit dem Module und dem Model D gebaut. So, jetzt wechseln wir mal weiter hier auf Song, gehen auf den neuen Don't Stop Believing, gehen auf Layer. Dann klicke ich auf das Plus in der Songrack-Ebene, weil ich es nur für den Song machen möchte. Will jetzt hier vom Scratch. Das kann ich jetzt irgendwie benennen, das mache ich jetzt nicht. So, und jetzt habe ich hier ein neues Layer angewählt. Klicke auf das New Layer drauf und wähle dann als erstes mal den NordStage an als Keyboard. Mache sonst erstmal nichts und klicke einfach nur auf Done. Beziehungsweise, das war Quatsch. Doch. Muss ich jetzt so machen, weil ich ja die Tastatur entkoppelt habe und mein NordStage jetzt gleichzeitig mein Sounderzeuger, aber auch mein Master Keyboard ist, aber nicht auf direktem Wege. Jetzt klicken wir auf das Plus hier und dann auf Instrument Devices und jetzt kann ich auswählen, ob ich ein Hardware Device, Software Device oder ein MIDI Device nehme und jetzt nehme ich mein Hardware Device und habe hier eine riesen Liste schon mit vorgegebenen Instrumenten und würde jetzt hier auf Nord klicken, dann auf Stage 3. So, und dann sieht man eine Programmliste. Jetzt ist es so, dass Nord und Camelot sich nicht synchronisieren, auch wenn da eine Map hinterlegt ist. Das ist also quasi die Standardeinstellung von Nord. Ihr müsstet euch jetzt einfach merken hier, Bank A, B, C, D und so weiter. Da müsstet ihr euch einfach merken, welches Soundnummern ihr da verwendet habt. Also um die Programme umzuschalten. Jetzt habe ich ja hier beispielsweise, es sind immer 5 Stück, wie wir wissen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und mein Don't Stop Believing wäre jetzt zum Beispiel auf dem 6. Jetzt hat er hier tatsächlich was umgeschaltet, was ich nicht wollte. Ich weiß nicht, ob ich das bewusst gemacht habe oder gerade aus Versehen. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall mein NordStage angewählt und spiele jetzt also mein NordStage über MIDI. Okay, er sendet da tatsächlich was raus gerade, was ich eigentlich gar nicht senden wollte. So, warum sendet er das? Und zwar gehen wir jetzt hier unter Settings, nochmal MIDI Input
Und dann gehen wir mal hier auf MIDI Input Remapping und gucken mal, was er da macht. So, Filter mache ich jetzt mal. Und was ich nicht möchte, ist, dass er Programm Changes sendet oder Bank Select. So, das habe ich jetzt alles gefiltert und jetzt hoffe ich, dass er nichts mehr umschaltet. Jetzt gehen wir hier wieder auf unseren Song. Und wenn ich jetzt hier drehe, ja, jetzt passiert nichts so. Jetzt spiele ich also. Das kommt da rein, sieht man bei New Layer. Und geht dann raus. Kann ich auch die Lautstärke ändern. So habe ich jetzt ganz einfach meinen Nord Stage angebunden. Und jetzt kann ich, wenn ich nochmal auf den Nord Stage klicke hier, also wenn ich den quasi aufmache wie mein Softwareinstrument, könnte ich jetzt hier Sound 6 wählen und dann springt er auf dem Nord Stage auch direkt auf Sound 6. Das zeige ich euch jetzt nochmal, indem ich nochmal eine zweite Szene hier benutze. Das sind 99 Luftballons. Ich wieder unter Layer, unter Song Rack, from Scratch. Benamen wir jetzt auch nicht so, da ändern wir wieder den Input auf Nord Stage, den machen wir aus. Dann klicke ich wieder auf Instrument Devices, Hardware Devices, Nord Stage 3. Und jetzt gucken wir mal, wo 99 Luftballons ist. Das ist auf Sound 2. Jetzt klicke ich da auf den zweiten Sound. Und jetzt bin ich bei. Und wenn ich jetzt zurückgehe auf Don't Stop Believing, dann wechselt er am Nord Stage tatsächlich das Programm. So, und jetzt könnte ich theoretisch noch dazu ein neues Layer erstellen. Oder bräuchte ich noch nicht mehr. Jetzt könnte ich hier auch, ich mache das einfach mal und hänge jetzt hier noch ein Software-Plugin hinter, nämlich Korg Module mit einem Orgelsound, einfach, dass man das hört. Hier so eine schöne Full-Orgel. Zack. Und jetzt hören wir, dass ich irgendwo transponiere. Bin mir aber gar nicht bewusst, dass ich eine Transponierung eingeschaltet habe. Müssen wir mal gucken, warum der das macht. Nun. Und mir ist noch nicht klar, wieso. Also ich würde jetzt mal hier aufs Piano wechseln. Ich würde im Module Pro auch mal ein Piano nehmen. Okay, da passt es mit dem Piano. Da passt das auch. Das ist ja lustig. Okay, dann versuchen wir es jetzt nochmal mit einer Orgel. Keine Ahnung. Also, ihr habt jetzt gesehen, wie man ganz einfach externe Geräte einbinden kann und diese Songmaps für die Geräte, die gibt es auch für diverse andere, also für Korg Kronos gibt es das, für Yamaha MODX, auch für den neuen Montage M, für den Nord Stage 4, Elektro habt ihr das gesehen. Ihr müsst halt immer nur dran denken, dass es keine Synchronisation zwischen dem Keyboard und dem Camelot gibt. Ja, und meine neue Schnapsidee ist jetzt nach dem Module, wo ich den Nord Stage habe, ob ich nicht tatsächlich doch mal ein Hybrid-Setup versuche aufzubauen zwischen Nord Stage und dem iPad. Da muss ich einfach mal gucken, was sinnvoll ist mit den ganzen Kabeln, weil ich ja einmal dadurch, dass der Nord Stage immer noch kein Audio-Interface hat, brauche ich immer ein externes Audio-Interface. Das heißt, ich muss Verkabelung haben, USB zum iPad, iPad zum Audio-Interface und Nord Stage auch nochmal mit Audios zum Audio-Interface. Da muss ich mal gucken, was sinnvoll ist. Aber grundsätzlich habt ihr jetzt gesehen, wie das geht mit externen Geräten.